Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Meine Gäste heute verbindet der feste Wille, diese Welt politisch zu gestalten. Was Sie dazu motiviert, wie sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht auch verändert hat, das wollen wir auch an einem Ereignis festmachen, das sich in diesen Tagen zum 30. Mal jährt, die Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984. Drei meiner Gäste waren damals dabei. Ich begrüße Vereda Meissner-Blau, sie war Hainburg-Aubesetzerin der ersten Stunde. Die Ereignisse damals sollten auch ihr Leben verändern. Es entstanden die Grünen und sie kandidierte bei der Präsidentschaftswahl 1986. Mit 87 Jahren blickt die Pionierin der österreichischen Umweltbewegung auf ein bewegtes Leben zurück. Vor 30 Jahren in der Hainburger Au protestierte er als Studentenvertreter gegen die Obrigkeit. Heute sitzt André Rupprechter als ÖVP-Politiker selbst in der Regierung. Der Tiroler überraschte in seinem ersten Jahr als Umwelt- und Lebensminister immer wieder mit seinen Ansichten, auch gegen die Parteilinie. Einmal Rebell, immer Rebell. Josef Schapp ist heute SPÖ-Vordenker im Renner-Institut und Nationalratsabgeordneter. Vor 30 Jahren, während der Besetzung der Hainburger Au, war er Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und damit an der Seite der Besetzer und nicht der regierenden Parteikollegen. Daniela Platsch, die 33-Jährige, ist politische Geschäftsführerin der Kleinpartei Der Wandel. Aus Frust über das politische System beschloss die studierte Ökonomin schließlich, selbst politisch aktiv zu werden. Ihr Motto, wir leben noch länger in dieser Welt. Nur, wie kann man sie zum Besseren verändern? Das sind meine Gäste heute. Herzlich willkommen, Vereda Meissner-Blau. Wann waren Sie das letzte Mal in der Au? Diesen Sommer, bis mich die Mücken vertrieben haben, die Gelsen. Aber jetzt im Herbst, jetzt ist die richtige Zeit. Das ist wunderschön. Ja. André Rupprechter, wann waren Sie zuletzt in der Au? Ich glaube, ich war das letzte Mal in Eckartsau vor wenigen Monaten, anlässlich einer Feier. Josef Schapp, der Fred Sinowitz, der damals Bundeskanzler war, hat mal rückblickend gesagt, man soll Legendenbildung vermeiden. Es war eher ein Pfadfinderlager und keine Zäsur. Jörg Maute, der Schriftsteller, wiederum hat gesagt, der Kampf um den Auwald habe den österreichischen Mikrokosmos unwiderruflich verändert. Verklären wir die Geschichte, verklären wir dieses Ereignis oder war es tatsächlich ein demokratiepolitischer Meilenstein? Ja, das war schon ein demokratiepolitischer Meilenstein und es war vor allem auch schwieriger zu argumentieren, weil es ja ein Wasserkraftwerk war, als unser gemeinsamer Kampf gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, wo wir innerhalb der SPÖ damals eine Plattform hatten, dagegen gekämpft haben. Ja. Ich war im Parteivorstand die einzige Gegenstimme gegen dieses Atomkraftwerk und ich war auch der Einzige, der also gegen diesen Hainburger Kraftwerksbau war. Sprichst du von der rot-grünen Plattform? Die rot-grüne Plattform, ja. Die gab es Anfang der 80er Jahre, aber nur zwei Jahre lang. Die gab es nur ganz kurz, weil die haben wir dann versucht, dass er sich verbreitert und weiterentwickelt. Und da war der Paul Blau und ich waren die Einladenden und da hat es geheißen, wir dürfen das gar nicht weiterverfolgen, haben das aber dann weiterverfolgt. Und haben dann, ist verboten. Genau, und haben dann die Einladung schon mit Josef Roth und Paul Grün als Rot-Grün. Und da habe ich dann eine schriftliche Verwarnung gekriegt. Ja, das war die Vorstufe für den Ausschluss. Wäre fast reizvoll, jetzt ein Was-wäre-wenn-Spiel anzustellen. Was wäre, wenn das weitergegangen wäre und Josef Schapp sozusagen die grüne Flanke der SPÖ mitgenommen hat. Denken wir gleich weiter, möchte aber erst die Frau Platsch mit einbeziehen. Sie sind zu jung, um in der Au dabei gewesen zu sein. Trotzdem, hat das für junge Leute eine Relevanz, dieses Ereignis? Was tut das mit Ihnen, wenn Sie auf damals zurückblicken? Also 1984 war ich 3 Jahre alt. Und hatte dementsprechend andere Prioritäten. Mein Onkel war aber da dabei. Und das hat für mich heute schon Auswirkungen. Er war damals als Bauarbeiter in der Gewerkschaft organisiert und hat dafür gestimmt, dass die Betonierer auch in die Au fahren, um dort das Lager zu räumen. Da gab es ein Gespräch. Und die Gewerkschaft hat allen gesagt, wenn wir da nicht räumen, dann haben wir keine Jobs mehr. Mein Onkel war auch dafür, dass geräumt wird. Mehr oder weniger freundlich. Heute ist mein Onkel natürlich froh, dass es nie passiert ist, das Wasserkraftwerk. Ich glaube aber, was man sieht, ist, dass er Zeit gebraucht hat, um überhaupt zu verstehen, um was es geht. Und dass es einen echten Diskurs braucht, dass die Leute sich eine Meinung bilden können. Und ich glaube, was wir heute lernen können, ist, dass wenn es den Diskurs damals gegeben hätte, wäre die Eskalation wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen. Wollen wir dann auch natürlich besprechen, wie schaut so ein Diskurs, wie schaut Widerstand heute aus, Bürgerbewegungen, welche Bedeutung haben Sie gewonnen? Herr Rupprechter, warum waren Sie damals dabei? Ich glaube, es war mehr eine Bürgerbewegung, ein Bürgerprotest. Es waren ja auch sehr viele Bürgerliche oder Kinder von Bürgerlichen, auch von Bauern, wie ich selber dabei.
Und es ging sehr stark auch ein Protest gegen die damalige Regierung, SPÖ, FPÖ. Die kleine Koalition war damals in der Regierung. Und es war insofern eine Bürgerbewegung, als wir eingefordert haben, ich glaube, da geht es euch genauso gut, darum, dass wir mitentscheiden wollen. Darum ging es vor allem. Und gegen dieses Drüberfahren, das war der Hauptansatzpunkt. Mhm. Für mich zumindest, das war mein Beweggrund. Schon auch, dass man dieses Naturjuwel, die Stopfenreuther Au, schützen soll. Und das nicht einfach gegen sogar Umweltgesetze, die es damals schon gegeben hat. Die Fredo Meißner-Blau hat damals den Umweltlandesrat in Niederösterreich, SPÖ, als Umweltverbrecher bezeichnet. Und es ging wirklich darum, dass hier Gesetze auch gebrochen wurden von den Regierenden. Und dagegen haben wir uns aufgelehnt. Ich glaube, darum ging es vor allem. Mir zumindest ging es darum. Und es war sicherlich schon in diesem Sinn auch die Sternstunde sozusagen der Grünbewegung, also aller Grünbewegten, die sich ja eigentlich über alle Parteien hinweg, sogar in der SPÖ, das wusste ich gar nicht. Hätten Sie bei uns vorbeigeschaut. Ja, sechs dabei. Nein, also das muss ich schon sagen, die Bewegung war sehr stark von den Jungen auch getragen, die einfach auch mitgestalten wollten. Was hat das atmosphärisch auch ausgemacht? Man spricht immer wieder von Lagerfeuerromantik, die, glaube ich, relativ war bei 30 Zentimeter Schnee und es war arschkalt in diesen Tagen. Aber das tut ja was, gerade wenn man Student ist, wenn man jung ist, wenn man mit dabei ist, ist die Atmosphäre möglicherweise ein ebenso wichtiger Teil wie das Anliegen. Ja, wir haben tatsächlich also ein paar Nächte auch in der Au verbracht. Ich glaube, am 10. Dezember. Das war die entscheidende Nacht, wo dann am nächsten Tag in der Früh geräumt wurde. Da war ich selbst auch vor Ort. Ja, das war der 19. Oder der 19. Also die genauen Daten habe ich jetzt immer im Kopf. Auf jeden Fall in der Nacht, bevor geräumt wurde in der Früh, wo es wirklich dann zu beinharten Auseinandersetzungen gekommen ist. Dort in der Kälte wirklich bei Minusgraden, starken Minusgraden zu übernachten, aber gleichzeitig dieses schon wärmende Gefühl des Zusammenstehens, gemeinsam etwas gegen die da oben zu erreichen. Mhm. Ja, Rainer Meißner-Blau, wir haben jetzt schon gehört, es ging um die Sache, aber es ging auch um mehr. Die Sache war der Bau des Kraftwerks in der Stopfenreuther Au, 30 Kilometer von Wien, stromabwärts. Das war die Sache. Was war das Mehr? Wie hat sich das für Sie empfunden? Aus einem Sternmarsch, der am 8. Dezember stattgefunden hat, wurde dann diese Bewegung, die auch durch das war schon mal, das war der Anfang von einem sehr starken Enthusiasmus. Mhm. Dieser 8. Dezember, wir haben gedacht, es werden 500 Leute da sein, es waren 10.000. Und das gibt natürlich ein ganz starkes Freudengefühl, wir sind da gemeinsam. Und viele sind schon mit ihren Rucksäcken gekommen und manche sogar mit kleinen Zelten und sind gleich dort geblieben. Es gab kein Facebook, wie haben Sie die Leute mobilisiert? Heute geht das per Live. Wir haben Telefonketten gemacht. Also ich habe 10 Telefonnummern gehabt. Und jeder von den 10 hat wieder 10 Leute angerufen. Also bring your family and friends. Wir hatten nichts, wir hatten keine Walkie-Talkies, wir hatten gar nichts. Und das hat funktioniert. Und da muss ich sagen, da war die österreichische Hochschülerschaft großartig in der Organisation. Aber weil Sie von tieferen Effekten sprechen, für mich war das Entscheidende erstens, dass ein Mensch entschieden hat, das grüne Licht für den Bau zu geben, der uns Generationen belastet hätte und betroffen hätte. Aber noch mehr war eigentlich für mich die demokratiepolitische Effekt, dass die Menschen draufgekommen sind, wir können auch unser Schicksal mitbestimmen. Mhm. Wir sind nicht die Ohnmächtigen da unten. Und die Mächtigen sind vielleicht gar nicht so mächtig, wie wir immer geglaubt haben. Besonders in diesem K&K Österreich hat man ja immer sich nach oben geduckt. Und plötzlich haben wir ein starkes Rückgrat gekriegt. Ist das der beste Zugang zur Politik oder der naivste? Naja, also ich glaube, dass dahinter auch war eine Debatte über, wie soll das Wachstum, das ökonomische Wachstum in Zukunft sein. Und seit dem Klapper von Rom haben wir gewusst, das reine quantitative, teilweise auch naturzerstörende Wachstum, das kann kein Programm sein. Sie klingen aber jetzt, als würden Sie von heute reden. Nein. Ja, aber das war damals der ganz große Konflikt innerhalb der SPÖ mit Teilen der Gewerkschaft vor allem. Und ich war dort in der
mehr in dieser Strömung, eben auch mit dir, dann sind leider unsere Wege getrennte, aber manchmal trotzdem gemeinsame gewesen. Und da war jedenfalls dann auch die Frage der Gegenexperten, des Gegenwissens, gegenüber dem herrschenden Expertenwissen, das uns eingeredet hat, Atomenergie ist gut und es muss ein grenzenloses Wachstum geben und so weiter. Und darum haben wir auch die Zukunftswerkstätte dann gegründet, das war eine Idee des Robert Jung. Und wir haben dann in der SPÖ diese Zukunftswerkstätte gegründet, die dann 20 Jahre lang hier als Plattform bedient hat. Aber wie zerrissen waren Sie selbst in diesen Tagen und in dieser Zeit? War Sie hatten die rot-grüne Plattform sozusagen gerade hinter sich, das wurde Ihnen gerade abgedreht, um salopp zu sagen. Der grüne Zeitgeist, der wehte aber so deutlich, dass man auch nicht mehr ganz vorbei konnte. Und gleichzeitig waren Regierungskollegen ganz wesentlich dabei und es kam ja dann schließlich auch zu den gewaltsamen Auseinandersetzungen. Welche Diskussionen gab es dahinter? Die war ganz einfach. Wir haben publizistisch den Kampf geführt, in Magazinen, Zeitungen. Wir haben natürlich auch in den Diskussionen, in den Vorständen und überall, das war ein Engagement auch der sozialistischen Jugend, aber nicht nur, das ist weit darüber hinausgegangen. Und das war ganz einfach die Frage, welchen Weg soll die SPÖ in Zukunft gehen? Wird sie die neuen sozialen Bewegungen integrieren können? Das war ja dann nicht nur die Die Atombewegung, naja, wir haben es ja teilweise integriert, aber eben, wie soll man sagen, es hätte nachhaltiger sein können. Die ÖVP ist mir nicht wirklich aufgefallen zum damaligen Zeitpunkt, da waren Sie ein Einzelkämpfer noch, aber das scheint sich dann verändert zu haben. Aber jedenfalls haben wir da uns wirklich bemüht, weil wir gesagt haben, wenn wir eine große Mehrheitsfähigkeit entwickeln, dann müssen wir diese Integrationsarbeit leisten. Und da hat es eine wachsende Zahl gegeben, die gesagt haben, ja, diskutieren wir über ein anderes Wachstumsmodell, über ein Gesellschaftsmodell. Und der harte Kern war damals in der Tat ein Teil der Gewerkschaft, die also das geglaubt haben, man könne die Hamburger auch irgendwie, sagen wir, dann so rein, dass man dort bauen kann. Erst die Frau Platsch, dann der andere Ruprechter Brennschopf. Ich glaube, das ist eine Geschichtsfälschung. Nein, kurz, Frau Platsch, möchte genau auf diese ökonomische Wachstumsdiskussion was sagen, denke ich, oder? Genau, und nicht über die Geschichtsfälschung. Also es klingt total nett und vor 30 Jahren sind viele gute Dinge passiert. Und alle waren bei den Guten, scheint alle waren bei den Guten. Ja. Ich tue mir da schwer, darüber zu lachen, weil es ja auch um meine Zukunft jetzt geht, nicht? Und die SPÖ, Sie sagen, es war auch ein anderes Wachstumsmodell. Sie setzen immer noch 30 Jahre später auf das Wachstumsmodell und auf das Vollbeschäftigungsmodell von einem anderen Jahrhundert, in dem wir gar nicht mehr leben. Also ich glaube, wir können gerne darüber reden, was in Hainburg passiert ist, aber wenn wir sagen, was früher alles so super in Bewegung geraten ist, würde ich auch gerne darüber sprechen, was dann nicht passiert ist. Also Sie denken, da wurden Versprechen abgegeben, die 30 Jahre später immer noch nicht eingelöst sind? Naja, ich meine auch dieses, wir wollten mitbestimmen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich politisch engagiere, warum sich so viele Leute politisch engagieren, ist, dass wir ja sehen, wir können in der Zivilgesellschaft, in NGOs, wir können 1000 gute Konzepte zu allen möglichen Themen ausarbeiten. Der einzige Ort, wo Veränderungswünsche zu Gesetzen werden, ist das Parlament. Und warum ich mich auch engagiere, ist, um ein Zeichen zu setzen, das wollen wir mit dem Wandel auch machen, ein Zeichen setzen, dass wir das Recht haben, mitzusprechen, wenn es um unsere Zukunft geht. Wie schwer ist das? Wenn in Ihren jungen Jahren, Sie sind sowohl bei den Nationalratswahlen als auch bei den Europawahlen ja nicht reingekommen. Ja, das hat ja nicht geklappt, da sind Sie weit davon entfernt. Wenn man dann schon quasi, unter Anführungszeichen, gescheitert ist, oder sehen Sie das so nicht? Also gescheitert, wir haben gerade angefangen. Und unser Ziel ist eben, wie ich gerade gesagt habe, dass wir nicht Bittsteller sein wollen vor der Tür, sondern auch an dem Tisch sitzen möchten, wo Entscheidungen getroffen werden. Und gescheitert sein. Es ist ja nicht, dass wir beim Wandel sagen, wir als Wandel sind eine Partei, die ins Parlament muss, weil wir besser sind als alle anderen. Wir sind ein Teil von einer riesigen Bewegung, die überall schon sichtbar wird. Auch wenn sie vielleicht auf Facebook nur mit einem Like gesehen wird. In Realität gibt es diese Bewegung ja. Und das sind Menschen, die sich aufmachen. Ja, bitte, aber dann auch, ob ich das Wort. Ja, Sie unterstützen das ist ein Spontan, ja. Diese, gerade was ich gehört habe von Ihnen, dass man ins Parlament muss, um was zu verändern, da wird mir ganz schwach. Glauben Sie, im Parlament hätte die Atomenergie abgedreht werden können? Glauben Sie, dass das sogar wenn da eine Partei drin wäre, eine grüne Partei, eine umweltbewegte Partei, die 30% hätte, und dass sie auch nur die geringste Chance hätte, das zu verhindern, das ging nur von unten, das ging nur außerparlamentarisch. Diese Idee, dass im Parlament die Probleme gelöst werden, ist doch illusorisch. Es werden die Gesetze gemacht.
Darum geht es im Parlament, nicht um was durchzukämpfen. Wenn Sie nicht die absolute Mehrheit haben, kriegen Sie es ja nicht durch, sondern das sind ja alles verschiedene Interessenverbände, die da sitzen. Nicht? Und die Parteien vertreten Interesse von Teilen der Gesellschaft. Und wenn das gar nicht im Interesse der Mächtigeren, der Stärkeren ist, dann erreichen sie gar nichts im Parlament. Wenn wir uns darauf verlassen, dass wir warten, bis von oben eine Veränderung kommt, dann sind wir verlassen. Denn das ist eine Illusion. Mhm. Eine Veränderung kann nur von unten kommen. André Ruprecht, das kann man ja, diese Versprechen, die vor 30 Jahren gegeben und laut der Frau Platsch bis heute nicht eingelöst sind, kann man an ihrer Funktion ja ganz gut wettmachen. Hainburg liegt heute zum Beispiel im Kaunertal. Heute sind Sie Minister, die Aubesetzer sitzen in Ihrem Büro. Wie geht es Ihnen damit, da jetzt auf der anderen Seite zu stehen? Ich sitze in meinem Büro. Aber ja auch unsere Hoffnung. Eines bin ich ja doch immer. Sind die Funktionen sozusagen immer stärker als Überzeugungen? Eines möchte ich nur ganz, glaube ich, Eine gewisse leichte Korrektur möchte ich anbringen. Ich spreche dem Pepitschab sicher nicht seine Grünbewegtheit ab, aber der VSSDÖ, und er war damals Mitglied des VSSDÖ, ist uns in der Hochschülerschaft mit Resolutionen für das Kraftwerk in den Rücken gefallen. Nur zur Präzisierung und Klarstellung. Also nur so viel dazu. Und für mich war eigentlich der frische Wind, der notwendig war, den wir uns auch erhofft haben, war eigentlich Josef Friegler, damals mit der ökosozialen Agrarpolitik, der ja auch dann ab 86 ganz maßgeblich auch die Ökologisierung in Österreich als Thema, zum Thema gemacht hat, in der Regierungspolitik immerhin, später auch mit der ökosozialen Marktwirtschaft. Und ich denke, dieses Modell ist eigentlich ein sehr aktuelles Zukunftsmodell, die ökosoziale Marktwirtschaft, nämlich auf Leistung, auf Marktwirtschaft aufbauend, aber eben diese soziale Verantwortung, Schöpfungsverantwortung nenne ich es, dass wir eben für die nächsten Generationen die Schöpfung, die uns anvertraut ist, nützen können, aber eben so nützen müssen, dass wir es der nächsten Generation... Aber das ist doch keine Idee. Entschuldigung, aber das davon habe ich auch nicht gesprochen. Ich rede nicht davon, dass wir die Demokratie, so wie sie jetzt ist, wo in Wirklichkeit auch nur 6 Leute im Parlament sitzen könnten, weil... Ich meine, Sie sind ja der Mr. Clubzwang. Oder weil sowieso alle nur das bestimmen dürfen, was von oben kommt. Diesen Demokratiebegriff habe ich ja auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Veränderung vom Parlament ausgeht. Aber es gibt heute keine Verbindung mehr zwischen den Leuten, die draußen stehen, die was fordern und die überhaupt noch nach drinnen kommen. Hier läuft nämlich ab, was im Parlament abläuft. So weit bin ich und ich möchte, du ja, du. Ich bin ja Gott sei Dank nicht mehr dort, aber ich kann nicht mitreden als Person. Aber ich beobachte, ich bin eine politische Beobachterin geblieben. Ich spüre es mein Leben lang. Und es passiert hier schon wieder. ÖVP, SPÖ, wir sind sind die Guten. Wir sprechen doch hier nicht über Parteien. Sei milde. Du bist jetzt vorhin aufs Parlament losgegangen und jetzt muss ich ein bisschen... Ich bin nicht aufs Parlament losgegangen. Nein, ich respektiere das Parlament, aber das Parlament hat Grenzen in seiner... Dazu wollte ich jetzt was sagen. Ich glaube, dass die Kombination die Lösung ist. Es ist die Kombination zwischen Bewegungen außerhalb des Parlaments und zwischen Abgeordneten oder Parteien im Parlament, die mit diesen Bewegungen kooperieren wollen und können. Das ist die Lösung. Also ich bin dagegen, dass man sagt, das machen nur außerparlamentarische Kräfte und nur das Parlament. Ja? Und wenn du immer sagst, die da oben und wir da unten, ich meine, das ist die Aufgabe von den Bewegungen und auch von denen, die im Parlament sind, genau diese Trennung nicht zuzulassen, sondern dass man durch Beschlüsse, durch Gesetze, durch Initiativen, durch Volksabstimmungen, wir werden jetzt die direkte Demokratie. Nein, da hast du völlig recht. Und das werden wir auf die Art versuchen zu erzwingen. Und da muss ich einen zweiten Punkt noch sagen. Ja, das stimmt ja überhaupt nicht, dass wir jetzt nicht diese Wachstumskritik der 80er Jahre nicht aufgenommen hätten. Wissen Sie, was das Problem der Grünen ist? Ja. Du bist immer so eine strenge Analytikerin der Grünen. Das Problem der Grünen ist, dass all diese Dinge, die damals in der Debatte aufgegriffen sind, Common Sense sind bei uns in den Parteien. Jetzt ist die Ökologie, ökologische Marktwirtschaft, ist ein Produktionselement, ist CO2, Klimawandel. Das muss jetzt in der Ökonomie Platz greifen und schafft Arbeitsplätze, schafft Wachstum, rettet die Umwelt. Das sind die entscheidenden Punkte. Und es ist so weit aber gegangen, ich möchte nur zu Ende sagen. Aber vor 30 Jahren schon haben wir das schon gesagt. Ja, aber jetzt sage ich dir was. Das aber haben wir auf
aufgegriffen. Eigentlich in allen Parteien ist es mehr oder minder integriert und die Grünen haben sie müssen neu erfinden. Die haben sich auch neu erfunden. Es ist ihnen halbwegs gelungen, dass sie da versucht haben, neue Themen zu besetzen, weil sie gewusst haben, das Umweltthema, dieses Ökologische als Produktionsfaktor in der Marktwirtschaft haben wir alle schon längst übernommen. Und wir, wie immer dann, wenn wir etwas gar nicht wollten, haben wir es dann zu 150% übernommen. Genau, das ist also ein sozialdemokratisches Element. Ja, wir dann sind Abwesende oder auch nicht Abwesende, weil wir ja eine Urgrüne am Tisch haben. Der Fall ist gegen die Heimburg. Ja. Ich möchte aber das Kaunertal schon nochmal am Tisch bringen. Da wird es ja konkret. Am Kaunertal als einer der Konflikte, wo wieder eine breite Bürgerbewegung entstanden ist in der Sache und wo man natürlich sagen könnte, der frühere Aubesetzer ist heute der Minister. Wie frustrierend ist das für Sie? Wie schön ist es für Sie, ihn als Ansprechpartner zu haben? Oder wie frustrierend, dass die Funktion offenbar stärker ist als alles? Also wir haben das schon an der Schwarzen Sulm erleben wir. Und dass immer noch keine endgültige Entscheidung gefällt worden ist, das zieht sich hin. Mhm. Und in der Zwischenzeit sind schon mal x-mal die Bagger aufgefahren. Dann sind die Bagger wieder weg. Und im Kaunertal ist es noch viel dramatischer. Also diese Pläne des Kaunertal, das ist eine Zerstörung der letzten Naturreserven Tirols. Das ist eine ganz ernste Sache. Und ich weiß genau, dass der Herr Minister nicht dafür ist. Da ist ja gar keine Frage. Aber was kann er tun? Er hat die Macht, das abzudrehen. Darauf warten wir. Bitte. Wenn ich was sagen darf dazu, ich glaube, dass sich einfach inhaltlich und auch materiell sehr viel geändert hat seitdem, weil einfach die Gesetze auch sehr viel besser geworden sind in die Richtung der Bürgerbeteiligung, das, was wir eigentlich damals wollten, dass es heute selbstverständlicher Standard ist, für etwa ein Kraftwerk eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu haben. Und das ist jetzt genau das Thema, was wir jetzt mit dem Tiroler Oberland beschlossen haben, war eine Verordnung, dass es ein öffentliches Interesse gibt für den Ausbau der Wasserkraft. Und zwar konkret für 5 Standorte, die wir definiert haben. Aber diese Erklärung, Verordnung des öffentlichen Interesses, ersetzt keinesfalls die Bürgerbeteiligung und die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das ist jetzt genau bei der zuständigen Landesrätin in Tirol, ist eine Grüne übrigens, wie Sie wissen, die Ingrid Felipe, eine sehr kompetente, sehr kompetentes Regierungsmitglied. Und ich denke, da haben die Grünen auch die Möglichkeit zu zeigen, wie sie diese Gesetze anwenden. Die sind also, das jetzt formuliert worden von vornherein. Das stimmt doch nicht. Ja schon, die Ingrid Felipe lässt sich nicht so einfach strangulieren, keine Sorge. Nein, doch, indem sie den Koalitionsvertrag unterschrieben haben, selbstverständlich. Das war ich ja glaube, von es war vornherein sehr gut, dass die Grünen in die Regierung gekommen sind. Kann ich da vermitteln? Ich könnte ein bisschen vermitteln jetzt in müssen der Sie Diskussion. Müssen Sie wieder Plattform machen? Ich möchte den Konflikt kurz gerne austragen lassen, beziehungsweise aber dann wieder zurück zu dieser Kraft von den Menschen. Wie kann man die heute mobilisieren? Wie wichtig ist sie als Ergänzung der Parteipolitik und zu dem, was in den Parteien und im Parlament passiert? Frieder Mausner-Blau, Sie waren damals bei der Besetzung der AU, Sie waren nicht Anfang 20 und jung und wollten die Welt retten. Sie waren Ende 50. Ende 50 waren Sie. Aus dem Jung. Ende 50? Ja, mit Anfang 50 und ist man war das für Sie schon noch so was? Ich meine, es war ein Ereignis getragen vom grünen Zeitgeist, aber war es für Sie ein politisches Erweckungserlebnis? Nein, für mich nicht. Das habe ich ja schon im Kleinen x-mal erlebt. Ich denke da ans Kamptal und die verschiedensten anderen die Schwierigkeiten, die wir mit der Obrigkeit hatten. Ich habe Wackersdorf miterlebt, ich habe die ganzen in Deutschland Friedensbewegung, Anti-Atom. Die Friedensbewegung, aber vor allem die Anti-Atom-Bewegung, das Miel und das habe ich alles miterlebt. Erzählen Sie uns von diesem Schritt. Ja, man geht hinaus auf die Straße, packt sich zusammen. Sie haben wahrscheinlich bis heute noch Ihr Ränzlein an Au-Ausstattung. Ja, vor allem hat man dicke Anoraks, in denen man ziemlich lange durchhält. Waren Sie mit Transparenten immer mit dabei? Oder wie? Nein, das Sehen Sie diese Kraft auch heute noch unter Jungen? Oder geht es heute per Mausklick auf Facebook? Nein, es hat sich verändert. Da hat sich was verändert. Der Mausklick spielt da sicher eine Rolle dabei. Aber auch, dass das Leben per se viel schwieriger geworden ist. Und gerade die jungen Leute kämpfen, überhaupt Fuß zu fassen im Leben. Und sind da wirklich viel zu sehr belastet mit Zukunftsfragen. Mhm.
Und, also wenn es jetzt schon mal um die Junge geht, ja, darf ich da, ganz was sagen. Was hat denn Sie motiviert, politisch aktiv zu werden? Ich möchte es nur ganz kurz sagen, was auch ein Unterschied ist zu damals. Also ich glaube, wenn es eben um konkrete Projekte geht, wie das Verhinderung von einem Kraftwerk, dann gibt es das heute auch noch. Wir schauen, Stuttgart 21, Gezi Park in Istanbul. Aber eben, es ist halt, auch wenn die Sozialdemokratie schon alle Probleme gelöst hat, haben wir immer noch massive Probleme, die mittlerweile global sind. Und wenn Sie sich anschauen, wo die großen Protestbewegungen stattfinden in den letzten 10 Jahren und warum, sind das hauptsächlich strukturelle Probleme. Wenn wir, wo Leute fordern, dass, eben, dass es eine wirkliche Demokratisierung gibt, nicht Bürgerbeteiligung, die jetzt schon super ist, eine wirkliche Demokratisierung, wo wir wollen, dass unsere Arbeitsbedingungen und unsere sozialen Grundrechte geachtet werden. Das sind ganz fundamentale Fragen. Ja, aber gleichzeitig. Und wenn Sie anschauen, wo das passiert, in Ferguson zum Beispiel, jetzt ganz aktuell. Hongkong. In Hongkong, in die Massenproteste in Spanien und Griechenland, aber auch in den Banlieues in Frankreich, England, auch Unibrenn. Da ist der Unterschied, dass es heute. Aber wie frustrierend ist es zu sehen, was daraus geworden ist aus diesem Protest? Die Frage ist jetzt, was ist der Unterschied? Und der Unterschied zwischen einem konkreten Ort, wo ich protestieren gehe und wo dann auch normalerweise das System so dumm ist, Gewalt anzuwenden, um Leute noch zusätzlich zu motivieren, ist es bei den strukturellen Fragen, die laufen ins Leere. Und unsere Politik ist erstens zu weit schon von uns weg. Ja. Es ist einfach, nicht persönlich, aber wenn Sie sprechen, das hat mit meinem Leben ja nichts zu tun. Ich höre ja auch gar keine Antwort. Ich komme da jetzt ganz und nahe. Die Politik ist auch selbst zu ohnmächtig, dass sie noch was tut. Das ist der Unterschied. Das ist zum Beispiel etwas, was in der SPÖ momentan das aktuelle Thema ist. Genau das, was Sie beschreiben. Die Julia Herr, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, die sich da mehrfach am Parteitag zu Wort gemeldet hat und die jetzt auch in der ZIP 2 war, und die eine Vorkämpferin, das Hauptthema ist Neues Demokratisierung, die Ausbau der direkten Demokratie. Das Hauptthema ist, jetzt in Bezug auf unsere Partei, Sie werden auch Lösungsansätze haben, wie man das so demokratisch gestaltet, dass die Partizipation auch unter Einsatz der neuen technischen Möglichkeiten, der sozialen Netzwerke und so weiter, etwas, das Sie jetzt angesprochen und eingefordert haben, genau dafür stehen viele in der SPÖ im Moment und vor allem Sie, die Julia Herr, die sich dafür eingesetzt hat. Aber am Parteiprogramm. Die das spricht, aber diese, damit, ich bin schon fertig, damit erscheibe ich nur diese Bewegung innerhalb und die Bewegung außerhalb. Und das muss zusammenwirken. Und dann, glaube ich, da können wir sogar mit zusammenarbeiten. Warum nicht, wenn aber Sie das als so ein wesentlichen Punkt sehen? Daniela Platsch hat ganz deutlich gesagt, sie fühlt sich von Ihnen nicht angesprochen, nicht verstanden. Sie sprechen gar nicht Ihre Sprache. Auch das Parteiprogramm in der SPÖ beispielsweise wird ja dann doch von Charlie Blecher und Ihnen, also von den jetzt hätte ich fast uncharmant alten, aber von den erfahrenen Kräften, wesentlich mitgestaltet. Kennen Sie die Jungen? Wissen Sie, was die 20-Jährigen heute drückt? Zum Beispiel hat Julia Herr deswegen gesagt, weil Sie und auch andere, die jungen Frauen und Männer, sehr jungen sogar, sind in dieser Programmarbeitsgruppe. In den Medien kommen immer der Blecher und ich vor. Der Blecher war ja auch der 70, da mitgewirkt hat an dem berühmten Kreisky-Programm. Ich war damals der Jugendvorsitzende. Wir können sehr viel Erfahrung einbringen. Und wir glauben, dass die Synthese zwischen Erfahrung und zwischen dem, was die Jungen einbringen, auch in aber der Sprache, Die Aiblinger hätte auch all das gewollt. Ja, auch die Aiblinger. Die Sprache, da haben Sie völlig recht mit der Sprache. Ja. Genau da wollen wir uns bemühen. Das ist auch diese Sprache, dass es diese kulturelle Verlinkung gibt, dass wir da auch über das Demokratie-Thema, über das Internet und über die Realität, weit über die Bürgerinitiative hinausgehend, dass wir da zusammenkommen. Das ist genau unser Ziel. Und so wird die Änderung bei uns auch sein müssen. Es geht um die Sprache, aber in Wirklichkeit ist der Konflikt auch um Macht. Und da geben Sie keinen Millimeter her. Ja, die Macht, wenn es demokratisch legitimiert ist, ist Macht was völlig in Ordnung. Es kommt davon, was man damit macht, mit der Macht. Und da, glaube ich, müssen wir uns erst noch einigen, warum Sie zu dieser negativen Haltung kommen. Eins möchte ich schon sagen, das lasse ich nicht stehen, dass wir eine Demokratiekrise in Österreich haben. Wir sind eine parlamentarische Demokratie, die hervorragend funktioniert im internationalen Vergleich. Dass die SPÖ vielleicht momentan eine Krise mit den Jungen und den Frauen hat, das ist nicht mein Problem. Ja. Aber ich denke schon, dass die Partizipation, die Einbeziehung in Österreich sehr gut funktioniert. Also da hätte ich jetzt nicht die große Sorge, dass wir eine Demokratiekrise haben. Ja. Jeder, der bei uns Protest hat, kann sich äußern und kann sich auch entsprechend einbringen. Also da, das würde ich nicht so stehen lassen, dass wir jetzt eine große Demokratiekrise haben, wie Sie das behaupten, Frau Platsch. Aber dass wir mehr und mehr auch schauen müssen, wie wir die Meinung der Jungen an Bord bekommen, wie wir vor allem die Jungen auch in die Demokratie
bringen, wie wir sie ins Parlament bringen. Da sind alle Parteien gefordert, auch die Grünen übrigens, ja, wo auch jetzt ein paar Fossile noch immer dort sind. Ja. Aber wenn ich das nur sagen darf, das möchte ich schon aufnehmen, was Sie gesagt haben und auch was der Josef Czap gesagt hat. Wir sind heute, glaube ich, schon sehr viel weiter. Das traditionelle Wachstumsdenken ist, also das ist sicher nicht mehr aktuell. Und wir sehen sie auch da, wo unsere Wirtschaft noch wächst, das ist die grüne Wirtschaft. Da haben wir Zuwachsraten zweistelliger Art. Das ist auch, da werden Jobs jetzt geschaffen, in Österreich aber und auch eine in Frage, Europa. Sie werden medial immer beschrieben als ein politisch, ich nenne es jetzt mal Suchender, also im studentischen Leben bei den Trotzkisten und Anarchisten vorbeigeschaut, angeblich Solidarność-Anhänger gewesen, als christlich, das christliche Sozialdemokratie sich verbunden gefühlend, als Urgrüner sich bezeichnend, geworden sind sie letztendlich ÖVP-Minister. Was würde der junge André Rupprechter dem heutigen Minister sagen? Also ich freue mich, dass die Freda Meissner-Blau vorhin gesagt hat in der Vorbesprechung, dass sie stolz darauf ist, dass ein Aubesetzer heute Umweltminister ist. Und ich glaube, das ist eine positive Entwicklung, ein gutes Zeichen für den Zustand unserer Demokratie auch. Ja. Und? A condition, wenn er die entsprechenden Handwerkszeuge in die Hand bekommt, das heißt genügend Geld und die Macht und nicht dem Herrn Wirtschaftsminister fragen muss, ob er darf. Also das halte ich einmal, aber ich möchte trotzdem auch die Frage über die Demokratie beantworten. Sagen. Freda, die Frage. Er soll die Frage beantworten, ist doch interessant. Er wird sie beantworten, ich möchte ihm gleich eine Nein, erst die Frage. Na, bitte. Was würde der junge André Rupprechter dem Minister heute sagen? Also ich habe als Aubesetzer, als ÖH-Funktionär damals, der ÖH-BOKU, den damaligen Landwirtschaftsminister Günther Heiden zum Rücktritt aufgefordert, weil er eben den bevorzugten Wasserbau ohne Bürgerbeteiligung unter Umgehung der bestehenden Umweltgesetze, die es damals schon gegeben hat, beschlossen hat. Das war einfach das Drüberfahren, gegen das wir opponiert haben. Er ist dann auch zurückgetreten, wahrscheinlich nicht wegen mir, sondern weil es einfach Zeit war für eine neue Bewegung, nämlich für die ökosoziale Bewegung des Josef Riegler, der dann auch der Erste war, der wirkliche Umweltgesetze gemeinsam mit der Marlies Fleming, erste Umweltgesetze, die wirklich gegriffen haben, umgesetzt hat. Wir waren zusammen auch bei den Umballfällen, kann ich mich noch gut erinnern, wo wir die Wanderung mit Gerhard Heiligenbrunner und Bernd Lötsch und all die Weggefährten in dieser Zeit gemacht haben, wo wir auch den ersten großen Nationalpark in den Kalkalpen begründet haben. Wir haben heute in den Donauauen Nationalpark. Also der junge André Rupprechter hätte dem heutigen nichts zu sagen. Doch, ich habe ihm schon was zu sagen. Geh den Weg von Josef Riegler in die Zukunft. Das ist ein Zukunftsmodell. Ja. Grünes Wachstum, grüne Arbeitsplätze, da wächst die Wirtschaft am stärksten, wo wir auch für die nächsten Generationen etwas erbringen. Ich möchte gerne zu der demokratiesüchtigen jungen Kollegin, Freundin, was sagen. Ist demokratiesüchtig? Das Wort möchte ich noch hinterfragen. Nein, mitsprachesüchtig und Recht hat sie. Recht hat sie. Aber ich möchte schon einfach aus meiner Erfahrung und Vergangenheit sagen, nie wären wir keine Demokratie, wenn auch, Herr Minister, mit Verlaub, eine Fassadendemokratie sind. Aber die sind wir und wir sind ein Rechtsstaat. Und ohne den hätten wir nie uns zum Beispiel von der Atomenergie befreien können, wenn nicht das Gesetz gehalten hätte. Das muss man nämlich auch einmal sagen. In Russland wäre ich am nächsten Baum gehangen oder am Galgen. Und das hat man mir auch gesagt. Blank. Ne? Aber genau in einer das war ja damals noch eine Diktatur. Das ist mir schon wichtig. Ja, ja. Das war eine Diktatur und da hat man nicht protestieren können. In Österreich haben wir protestieren können. Stimmt. Da sind wir zum Bundeskanzler hingegangen, Kreisky of course, und haben unsere Meinung sagen können. Und er hat zugehört. Zuerst hat er versucht, uns zu beschwichtigen und dann haben wir gesagt, nicht, wir sind nur als Anekdote. Wir sind als Mütter gegen Atomenergie zu ihm gegangen und er hat uns erzählt von all den wunderbaren Dingen, die die Atomenergie kann. Und dann fragt eine von uns, ja, aber Herr Bundeskanzler, warum haben Sie dann so einen wahnsinnig hohen Schornstein gebaut in Zwentendorf? Worauf er sagt: Meine Damen, jede Fabrik hat
einen hohen Schornstein. Und wir sind in Lachen ausgebrochen und haben ihm dann erzählt, was eigentlich los ist und was die Atomenergie tut und will. Und da hat er sehr aufmerksam zugehört. Und ich muss sagen, er ist auch vom Saulus zu Paulus geworden, wie ich ihn das letzte Mal in der Armbrustergasse, bevor er gestorben ist, sehen durfte und besuchen durfte mit meinem Mann. Da hat er mich beraten, da war mein Wunsch, dass wir uns zusammentun, Österreich mit Finnland, damals hatte noch keine Atomkraftwerk und anderen, dass wir eine internationale sozusagen der atomkraftwerkfreien Länder. Und da hat er mich noch beraten, wie ich es machen muss und an wen ich mich wenden kann. Und war völlig eindeutig, dass er gegen Atomenergie in der Zwischenzeit war. Sein Sohn Peter hat ihm auch Stöße von Anti-Atom-Büchern oder Erklärungen ihm auf sein Nachtkastel gelegt und er hat sie brav gelesen und er hat sich geändert. Also wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ihm seine, weil ja. die Abstimmung seine absolute Mehrheit gesichert hat. Daniel, was dazu sagen, dann möchte ich aber auch noch zu den Zusammenstößen in die Au kurz zurückkehren, um das auch zu besprechen. Ja? Ich stimme dem vollkommen zu. Wir haben ein unglaubliches Glück, dass wir in einem Rechtsstaat leben. So. Und sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht sitzen. Da bin ich sehr dankbar. Obwohl natürlich, ich muss schon sagen, in Österreich haben schon Leute Angst, auch ihre Meinung noch zu sagen. Es ist ein Josef S. aus Jena kommt nach Wien, um zu demonstrieren und wird dann einfach 6 Monate ohne Beweise und unschuldig eingesperrt. Also Angst haben die Leute schon. Ja. Was ich sagen will, ist, wenn wir doch diesen Rechtsstaat haben, haben doch wir in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt, eine ganz besondere Verantwortung, uns einzubringen und noch viel mehr zu fordern von unserer Politik, weil wir können. Es ist nicht so einfach, im arabischen Frühling aufzustehen und gegen einen Militärdiktator zu kämpfen. Aber hier haben wir doch die Verpflichtung, das zu tun. Und ich fühle mich schon auch schuldig. Die Sache ist, macht es einen Unterschied, ob Assad jemanden umbringt oder wir einen Flüchtling vor unseren Küsten ertrinken lassen? Nein, das Menschenleben ist ein Menschenleben. Und da sind wir doch mitverantwortlich. Und wenn wir schon in einem Rechtsstaat leben, haben wir viel mehr die Verantwortung, wirklich mal ehrlich miteinander darüber zu reden, wie wir die Zukunft noch halbwegs retten können für uns alle und die Lebensstandards für uns alle verbessern. Lassen Sie mich ganz kurz in die Au zurückkehren an diesem Punkt. Frieda Meissner-Blau, und das möchte ich mit Ihnen tun, denn am 19. Dezember kam es ja zur Räumung und da infolge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Verletzten, mit vielen Festnahmen und. Waren die Leute in der Au mutig? War es notig, mütig zu sein? Wird sich das aus Ihrer Sicht dargestellt? Es ist viel Mut notwendig, sich niederzusetzen, wenn die Polizei kommt mit total, man sieht keine Augen, man sieht kein Menschen mehr, auf einem zugeht, groß und schnell, und man setzt sich nieder und gibt die rot-weiß-rote Fahne, spannt sie vor sich und fängt an, unsere Bundeshymne zu singen. Das Singen hat uns geholfen, den Mut aufzubringen. Und außerdem hat uns ein Inder gelehrt, wie man friedfertig demonstriert und wie man die Bäume umarmt, um sie vom Fällen zu schützen. Das war für uns eine ganz wichtige Lehre. Leider warst du damals nicht da. Karl Blecher, der heute hier sein wollte, der damals Innenminister war, diesen Einsatz letztendlich zu verantworten hatte, leider erkrankt ist heute, hat immer wieder im Nachhinein das rechtfertigt, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen war. Nein, das halte ich. Wir hatten das Gefühl, es kann dazu führen. Meine Sorge war enorm, dass jetzt Arbeiter gegen Studenten antreten und gegen Hochschulprofessoren. Es waren ja nicht nur die Studenten, das möchte ich klarstellen. Und Künstler, mein Gott, Hundertwasser, Arik Brau, die saßen doch da, die jede Nacht, wir haben Zelte geteilt, haben die Nächte durchgebracht damals. Nein. Ich glaube nicht, dass es, aber Sinowatz hatte auch Angst vor der Möglichkeit einer Eskalation bis zu einem Bürgerkrieg. Ja, und ich hatte panische Angst davor und habe versucht, Brücken zu bauen. Sie wollten die Rolle des Karl Blecher beschreiben, wie sie aus Ihrer Sicht war. Darf ich Sie dazu einladen? Da muss ich etwas sagen, was mir ein bisschen unangenehm ist, weil es... ich aus zweiter Hand weiß, und das ist immer schlecht, ich hätte es gerne erst mit ihm besprochen. Bei uns ging nämlich, das war kein Gerücht, sondern wir haben es von einem Kollegen aus der Gewerkschaft erfahren,
dass Anton Benja von ihm verlangt hat, dass er nach dem 19. noch scharf vorgeht, ganz scharf, um einerseits seine Bauarbeiter zu befriedigen, und dazu muss ich dann auch nachher noch etwas sagen, und er hat sich geweigert, es ein zweites Mal zu tun. Er hat sich total geweigert. Und Charlie Blecher Barriere war zuerst aus Zorn über diesen Innenminister, nicht? Das ist ja der Kriegsminister für uns gewesen, so quasi. Und nachher, wie ich das erfahren habe, dass er standgehalten hat, der Drohung, dass es ihm, also der Drohung, dass er gehen gelassen wird, habe ich gesagt, das ist jetzt ein Ehrendenkmal für ihn. Josef Schaap, Sie haben interessanterweise 1988 Ihre Dissertation zum Thema die sozialdemokratische Identität zwischen 78 und 88, da fällt ja diese Zeit genau rein, geschrieben. Was spielt denn dieses Ereignis für eine Rolle und auch der Bruch, zu dem es zwischen SPÖ und ÖGB gekommen ist damals? Also die Wahrheit ist, dass in der Hainburger Au nicht nur die Grünen begründet wurden, sondern auch eine... Naja, also das war ein schönes Märchen. Aber jedenfalls, es hat damals eine wichtige Rolle gespielt für die weitere Entwicklung der Grünen als Partei. Und es hat aber für die SPÖ, war das die Geburtsstunde einer neuen SPÖ. Denn das war eine fundamentale Niederlage derjenigen, die geglaubt haben, das geht so weiter, wie es in der Nachkriegszeit gegangen ist, dass man mit Einsatz des Staates und der Polizei und sich gegen Veränderungen zur Wehr setzen kann. Und es ist ja niemand gegen Wasserkraft und gegen dem, dass die Energie notwendig ist für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Aber in dem Punkt war es eine Weltanschauungsfrage zwischen zwei Zukunftsbildern, zwischen zwei Gesellschaftsbildern. Und darum haben wir in der SPÖ drinnen, ob das jetzt der Fall ist, der sich gegen diesen Polizeieinsatz ausgesprochen hat, und wir alle gekämpft, weil wir das nicht wollten. Wir wollten das selbstverständlich nicht, diesen Einsatz der Staatsmacht, und schon gar nicht die Fortsetzung dieses, es wird gebaut, wurscht, was es für die Umwelt bedeutet, wurscht, 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 Hauptsache das. Und man hat sich geweigert, über qualitatives Wachstum nachzudenken, das, was wir immer da diskutiert haben. Und das war der Bruch, der hier stattgefunden hat. Und ab dem Moment hat sich die SPÖ in eine andere Richtung entwickelt. Und das, was Sie vorhin da gesagt haben, das war ja faktisch, das ist unser Regierungsprogramm, ja, was wir da wollen mit den grünen Arbeitsplätzen. Aber glaubt, da waren viele Parteiaustritte, sowohl die linken Studenten waren enttäuscht, als auch die Arbeiter waren enttäuscht. Zum Beispiel auch Van der Bellen, der damals SPÖ-Mitglied noch war, sagt, das war mit ein Grund dann für seinen Austritt und diesen Weg anders zu gehen. Das ist verständlich. Das ist verständlich, weil das natürlich eine Situation, wo es eine Polarisierung gegeben hat. Es hat ein Volksbegehr gegeben. Die Kronenzeitung hat dieses Volksbegehren damals unterstützt und sich da massiv engagiert und so. Also das war ja sozusagen ein gesamtgesellschaftlicher Moment, der nach Zwentendorf. Und das zu verhindern, aber insofern, das habe ich am Anfang gesagt, insofern nicht ganz leicht, weil ja bei Zwentendorf hat es Ängste gegeben. Also die Atomenergie, und das ist alles ein Unsinn. Jetzt müssen wir übrigens auch kämpfen. Und die jetzige Regierung, Faymann und ich nehme an, Sie auch, kämpfen auf europäischer Ebene, dass es nicht zu einer Renaissance der Atomenergie so kommt. Ja, aber das ist aber wichtig. Weil das warum geht ja, tritt Österreich nicht aus Euratom aus? Ja, das geht vertraglich nicht, aber geht ich halte es für es unsinnig, was die machen. Wir sind einer Meinung, dass man hier nicht Gelder verwenden soll, Steuergelder für die Renaissance der Atomenergie und dem Titel der vermeintlichen Sicherheit, da sind wir sowieso einer Meinung. Mhm. Aber da sage ich, das ist etwas, wo wir jetzt konstitutiv darum kämpfen, diesen Weg fortzusetzen. Und weil es ein Zukunftspessimismus gab, das hat mich richtig betroffen gemacht. Ja. Ich sehe dem optimistisch entgegen. Ich glaube, dass wenn wir alle gemeinsam zusammenwirken, dass wir da diese Zukunftsbilder wieder mit optimistischem Inhalt füllen können. Aber wir müssen das weit über Österreich hinausgehen. André Ruprecht. Nein, ich möchte ganz gerne das Denkmal für den Charlie Blecher als Umweltschützer niederreißen, weil das kommt, glaube ich, aus berufenem Munde von Freda und Volkmann. Aber das würde ich auch nicht gerne so stehen lassen. Wie, glaube ich, also da stimme ich dem Josef Schaap zu, dass Hainburg sehr viel bewegt hat im Umdenken in allen Parteien. Und ich glaube schon,
dass da beide großen Parteien, damals noch großen Parteien, etwas gelernt haben daraus, was ja dann in die Regierungspolitik eingeflossen ist, indem eben neue Umweltgesetze geschaffen wurden, bis heute. Absolut, und gerade auch jetzt im Kampf gegen die Atomenergie. Ich war übrigens als Schüler gegen Zwentendorf unterwegs, wie im Übrigen die erste Umweltbewegung in Brandenburg war, Rettet die Brandenburger Ache. Ja, richtig. Bravo. In den 70er Jahren, wo ich als Ministrant beteiligt war, also nur so viel dazu. Dass wir gemeinsam jetzt in Europa dagegen kämpfen müssen, Verbündete suchen müssen. Und wir werden zum Beispiel jetzt in der Bundesregierung, ist es beschlossen, gegen die Beihilfe für das neue Kraftwerk in Großbritannien, Hinkley Point C, wo die jüngste Kommission, also die letzte Kommission, noch ein Beihilfeverfahren genehmigt hat, das skandalös ist. Da haben wir beschlossen in der Regierung, im Parlament gibt es einen einstimmigen Entschließungsantrag dafür, dass wir gegen diese Beihilfe eine entsprechende Nichtigkeitsbeschwerde einreichen, sobald es einmal im Amtsblatt veröffentlicht ist. Die Kommission denkt ja jetzt darüber nach, das überhaupt zurückzuziehen. Das möchte ich schon auch sagen. Es ist da viel erreicht worden, gerade im Kampf gegen die Kernenergie. Wenn zum Beispiel jetzt die größte Wirtschaftsmacht in Europa, Deutschland, den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat, da sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. Lassen Sie mich den Spagat zwischen dem, was vor 30 Jahren passiert ist, und heute nochmal versuchen, aber den haben wir uns ja in gewisser Weise für diese Sendung vorgenommen. Eines der Kennzeichen, und ist schon öfters gefallen, war damals die parteiübergreifende Allianz, dass miteinander ganz viele im Boot waren. Unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Altersgruppen, alle waren mit dabei. Weltanschauungen waren alle da. Das hat sich ja mit der Pressekonferenz der Tiere, wo sozusagen ihr auch mit allen medialen und telegenen Mitteln gezückt habt, um auf euch aufmerksam zu machen. Sie würden der Storch sein, weil Chabio Storch heißt, aber wusste er nicht, oder? Ja, das war irgendwie eine sehr umstrittene Angelegenheit. Aber jedenfalls der Auhirsch war der Günther Nenning. Und das muss ich schon noch dazu sagen, der hat dann ein Parteiausschlussverfahren bekommen und ich war der Verteidigungsredner des Günther Nenning am Parteitag und habe 150 Delegierte gegen den Ausschluss von Günther Nenning mobilisiert, weil ich das auch bis zum heutigen Tag für einen Fehler erachtet habe, dass der ausgeschlossen worden ist, nur weil er sich für die Hainburger Au eingesetzt hat, und das war halt für die Mediengesellschaft eine sehr symbolträchtige Angelegenheit. Aber lassen Sie mich das miteinander weiter aufnehmen, Frau Blatsch, das möchte ich gerne zu Ihnen spielen. Dieses parteiübergreifende Mitarbeiter, überhaupt Parteiengrenzen auch aufzuheben in vielen Anliegen, die da sind. Und die haben Sie ja sehr gut beschrieben. Als nicht mehr lokal, als nicht mehr regional, als nicht mehr konkret, sondern als oft wenig greifbare Fragen, die uns alle auf der ganzen Welt beschäftigen. Josef Czap hat gesagt, er kann sich ein Miteinander vorstellen in gewissen Punkten und Themen. Sie haben ja auch, sind ja schon auch Allianzen eingegangen, ja, bei den Europawahlen mit der KPÖ, mit den Piraten und mit Martin Ehrenhauser. Ist das die Lösung? Ist das der Weg? Ist das Ihre Vision? Ich glaube, es ist der einzige Weg, Allianzen zu schließen. Und jetzt die Frage mit Parteien oder mit wem sonst. Wenn Sie sagen, mit der SPÖ, wie sie in ihren Anfängen waren, oder unter Kreisky, das fand ich schon ziemlich cool. Da hätte ich fix auch mitgemacht. Heute nicht. Dann müssen wir diskutieren. Aber, vielleicht auch nicht, unterstelle ich ihm jetzt mal. Aber ich glaube, dass... Bäume umarmen, das macht momentan jemand anderer bei uns. Also. Das Urchristentum. Ich glaube, das ist halt wirklich, und das ist auch das, was Sie angesprochen haben. Es geht ja nicht nur um die Parteien. Also ich glaube auch, dass dieses Konzept der großen Massenparteien sich eh schon lange überholt hat. Ich glaube, es geht darum... Aber wir haben noch kein anderes. Aber natürlich haben wir noch kein anderes, weil wir noch am Anfang davon stehen, überhaupt mal zu begreifen, was um uns herum passiert. Mhm. Sehen Sie den Wandel als Partei? Also ich glaube, also zum Wandel möchte ich sagen, der Wandel wird so und so kommen. Ich glaube, die Zeit wird uns alle überholen. Ich glaube, dass wir dazu positiv beitragen können. Und wir stehen, also ich habe immer das Gefühl, das 21. Jahrhundert ist so ein langer Gang mit offenen Türen, durch die wir durchgehen können, mit verschiedenen Zukünften. Und wir haben die besten Voraussetzungen. Wir haben so viel Technologie wie noch nie. Wir haben so viel Wissen wie noch nie. Wir sind global vernetzt. Wir könnten alles machen. Wir können durch jede dieser Tür durchgehen und uns überlegen, ja, wir wollen das, wir wollen das. Wir wollen so ein gutes Leben für alle in Wirklichkeit. Und wir wollen unsere Grundrechte wahren. Wir wollen nicht überwacht werden, sondern Technologie dafür nutzen, dass es unser Leben erleichtert. Und die Politik heute schlägt einfach eine Tür nach der anderen zu, geht dann in den Keller und überlegt sich, welcher alte Mann der mächtigste ist. Das ist das Gefühl, was ich habe.
und in der Zivilgesellschaft einfach normale Menschen. Zivilgesellschaft ist schon so ein schreckliches Wort. Ich glaube, in den Allianzen geht es darum, Leute zu finden, die noch an eine positive Zukunft glauben. Und ich wollte ich gerade sagen, aber Josef Czap hat sie als zukunftspessimistisch empfunden. Sind Sie das? Wir wollen doch alle mit der Zivilgesellschaft kooperieren. Ohne Zivilgesellschaft geht es doch gar nicht. Wenn wir heute so eine breite Einbindung der Zivilgesellschaft, wie wir es machen als Umweltminister, vor jeder Tagung des Umweltministerrates haben wir einen Austausch mit den NGOs, mit allen Umwelt-NGOs, die mit uns am Tisch sitzen und uns ihre Position vorbringen. Wir versuchen auch, diese in unsere österreichische Haltung einzubauen, also uns da vorzuwerfen, dass wir... Aber sind das substanzielle Diskussionen, ja, wo schon, auch Meinungen absolut, ausgetauscht werden? Oder ist es eine Feigenblattgeschichte, dass jeder gehört wird und ein Ventil hat? Also da sind wir schon weit weg davon. Und ich denke, wenn wir von der europäischen Plattform der NGOs, Umwelt-NGOs, Umweltbüro, das Europäische, gelobt werden dafür, dass Österreich vorbildlich ist in der Einbindung, nicht nur jetzt im Umweltbereich, der Nichtregierungsorganisationen. Also da glaube ich, da brauchen wir jetzt nicht davon reden, dass bei uns die Jungen, dass die Umweltbewegten, dass Menschen, die soziales Anliegen haben, nicht gehört werden, keine Möglichkeit haben zu mitgestalten. Das aber einen weniger rühmlichen so Preis gab es auch gerade. Einen weniger rühmlichen Preis gab es auch gerade mit dem Fossil der Welt, bekommen haben. Das war jetzt zum Auftakt der Klimakonferenz, weil unsere Oppositionspartei, die Grünen, es für notwendig erachtet haben, uns da ans Bein zu pinkeln. Das ist jetzt nicht dramatisch. Das tut gar nicht weh? Nein, das tut mir wirklich nicht weh. Wir haben in Österreich einen Anteil bei den erneuerbaren Energieträgern, also CO2-freien Energieträgern, beim Strom von mehr als 60%. Also uns braucht in der Energieversorgung wirklich niemand und auch keine NGO etwas vormachen. Also da sind wir wirklich Vorreiter. Ja. Also das wir werden Fossil, noch mehr Wasserkraft kriegen. Ja. Wir brauchen mehr erneuerbare Energiequellen, die Nutzung, und dann Sonne. Überhaupt keine Natur übrig. Nein, es muss ein buntes Mix geben an erneuerbaren Energiequellen. Sonne, Photovoltaik, Solarenergie, Geothermie. Das kauen wir seit 40 Jahren. Nein, Entschuldigung, jetzt. Aber was wollen wir? Sollen wir weiterhin uns die Abhängigkeit mit dem Fossilen? Ganz im Gegenteil, schneller machen. Ja, Frau Meissner-Blaus, Sie sind so viele Jahre und Jahrzehnte dabei. So was lässt Sie trotzdem noch mutig, tapfer, aufrecht und optimistisch bleiben? Weil wir gar keine Wahl haben. Wir können die Hände in den Schoß legen und sagen, wir werden alle sterben. Ne? Keiner kommt hier lebend raus. Keiner kommt hier lebend raus. Aber wenn ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und viele Leute haben Kinder und Enkelkinder. Und um die geht es doch in Wirklichkeit. Und ich werde Ihnen sagen, warum. Einer der Gründe ist die Sorgen, die Alltagssorgen, die so stark geworden sind. Und der andere Grund, warum diese Mobilisierung, die damals noch möglich war, und dieser Enthusiasmus und Ideale, nicht, auch wir haben Wurzeln, nicht nur Bäume haben Wurzeln. Nicht? Das war so ein starkes Gefühl. Und der Unterschied zwischen der analytischen Atomenergie und den Empfindungen, in der Au zu sein und das Leben zu spüren, war ungeheuer. Das eine war Hirn und Angst und das andere war Emotion und Gefühl. Hier gehöre ich hin. Und wenn die jungen Leute und überhaupt die Menschen weniger mobilisierbar sind und weniger engagierbar sind als damals, dann hat es auch damit zu tun, dass die ganzen Zusammenhänge technisch und sachlich so kompliziert sind. Ich meine, wenn man die Energie anschaut, wenn man die Verkehrsprobleme anschaut, wir haben immer noch kein integriertes Verkehrskonzept in Österreich. Wir haben immer noch kein... Alle Elefanten können wir hier nicht anschneiden. Frau Platsch, was treibt Sie an? Warum gehen Sie in die Politik? Sie könnten sich einen interessanten, gut bezahlten Beruf suchen. Bei uns wird eh niemand bezahlt. Wir machen es eh in der Freizeit. Was mich antreibt, ist... Schauen Sie, ich habe 2001 in Bayern Abitur gemacht. Das war am Anfang, wo alle gesagt haben, jetzt beginnt ein neues Jahrhundert. Das Erste, was passiert war 9/11 und der Irakkrieg, der einfach unsere Welt in zwei Hälften zerrissen hat bis heute. Und dann 2008 die Finanzkrise, wo eigentlich, glaube ich, jeder in meinem Alter gedacht hat, aha, jetzt muss sich was ändern.
Und die Antwort der europäischen Politik hat mir einfach komplett jede Hoffnung genommen, dass die Politik heute noch eine Antwort hat auf die Fragen der Zeit. Ich glaube, um was es wirklich geht, und das, da geht es auch beim Wandel drum, wir stehen davor, dass der Kapitalismus global ist und sich von unseren Demokratien nichts mehr sagen lässt, weil sie national sind. Mhm. Und wir eine neue demokratische Antwort auch darauf finden müssen. Wir brauchen eine Politik, die bereit ist, sich international zu artikulieren. Ja, nicht immer nur, wir in Österreich stehen besser da, wir stehen so da wie alle anderen auch. Es geht darum, dass meine Rechte die gleichen sein sollten wie die Leute, wie von denen Leuten in Spanien. Mhm. Es ist eine riesige Verteilungsfrage, weil wir eben kein Wachstum mehr so haben werden wie im 20. Jahrhundert und auch keine Vollbeschäftigung. Und diese Verteilungsfrage überhaupt mal zu thematisieren, ich fällt schwer genug. Ich finde die Aussage von der Frau Platsch von vorhin, die hat mir sehr gut gefallen, wie sie beschrieben hat, dass wir eigentlich in einem sehr lebenswerten Land leben, ja, verglichen auch mit anderen, dass wir es eigentlich sehr gut haben. Und ich glaube, diese Einschätzung haben sehr viele Menschen. Es geht darum, uns diesen Standard zu halten, aber auch andere daran teilhaben zu lassen. Das ist das Wichtige. Verteilungspolitik ist sicher ein Thema, überhaupt keine Frage. Meinen Sie das, mit anderen teilhaben zu lassen? Wir müssen den Reichtum, den wir haben, wir müssen ihn ausstrahlen und mit dazu beitragen, dass in Europa es eine gedeihliche Entwicklung gibt, die in diese Richtung geht, aber auch weltweit. Und da gibt es das Hungerproblem. Wir haben immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt, die nicht ausreichend zu essen haben. Also es gibt schon viele Themen, die es anzupacken gibt. Das Geringste aus meiner Sicht ist es, dass wir einen schlechten Demokratiestandard in Österreich haben. Das möchte ich schon sagen. Die Welt muss gerechter werden, sie muss freier werden, sie muss noch demokratischer werden. Aha. Aber eigentlich heute ist mit dem neuen Papst. Und mich hat es sehr, sehr gefreut, das ist jetzt aber auch einmal meine Abteilung. Der Papa Francesco, wie er heißt, hat Franz von Assisi als Vorbild genommen. Und das war meiner Meinung nach der erste Sozialdemokrat, jetzt unter Anführungszeichen. Man muss die Menschen lieben, man muss die Natur lieben, man muss die Tiere lieben. Und wenn man das als Prinzip hat, muss als kategorischer Imperativ. Wenn das so ist, dann glaube ich, ist das eine Handlungsanleitung für die Politik. Das macht einen zukunftsoptimistisch und es gibt einem die Kraft, dass man dafür kämpft. Und das ist etwas, was mich sehr gefreut hat. Außer, dass er gesagt hat, Bonasera nach seiner Wahl und gesagt hat, ich bin einer von euch. Das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Da habe ich jetzt gar nichts dagegen zu sagen. Ja, Herr Ciesu, Sie können da sozusagen noch abschließen. Ihnen gebührt das Schlusswort, Ihr Appell an Menschen, die politisch bewusst, nachdenklich, engagiert sein wollen. Warum ist es wichtig trotzdem? Sonst gibt man auf. Wir wollen nicht aufgeben. Wir lieben unsere Welt und wir lieben unser Leben. Und das muss für die anderen auch gelten. Dafür sind wir auch verantwortlich. Jeder ist für jeden anderen verantwortlich. Genau. Und in dem Sinn geben wir nicht nach. D'accord. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Dankeschön für den Austausch, fürs Zuhören. Auch das ist eine wichtige demokratische Qualität, wie mir scheint, und fürs Miteinander im Gespräch bleiben, für Rückblicke und Ausblicke. Und ich darf Sie, meine Damen und Herren, einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Bei mir zu Gast werden sein Schauspiellegende Peter Weck. Ich freue mich dann auf Elisabeth Gürtler, die Sacher-Chefin. Außerdem Bianca Gusenbauer, eine Food-Bloggerin. Und die Psychotherapeutin Rothaut Berner, die ihr Buch zum Thema der einsame Mensch mitbringt. Also, das in einer Woche. Für heute sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht.